Willkommen zurück zu South Park, das Stick of Truth. Beim letzten Mal sind wir hier mit Hundekacke befreundet worden. Haben uns mit ihm angefreundet. Und ja. Hatte ich das nicht schon? Egal. Aufwertung verfügbar. Die werden wir uns natürlich auch direkt holen. Was? Wir haben ein Langschwert des Kriegers. Das können wir aber erst auf Level 8 nehmen. Das werde ich dann aber, denke ich, auch statt der Aliensonde benutzen. Die zwar auch cool ist, aber ich bin sicher, dass da ist cooler. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Fähigkeiten. Oh, hier können wir einmal aufwerten. Ich denke, ich werde ich auch das Ausrambolen nehmen. Okay, verringert die Abwehr bei allen übrigen Feinden. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Achso, nee, Moment, ich konnte ja noch mehr machen, ne? Das war falsch. Fähigkeit hier. 2 Bonuspunkte. Maximale M. Achso, nee, nächster Bonuspunkt in 2. Richtig lesen hilft. Alles machen wir kaputt. Nichts Besonderes leider, was wir hier mitnehmen können. Ich weiß gerade nur, dass ich den Sound kurz ausmachen werde. Bis gleich. So, ich hasse es, wenn der Windows Sound Mixer nicht gescheit funktioniert. So. Ja, wo sollen wir überhaupt hin? Ich glaube, wir gucken doch nochmal ganz kurz auf die Karte. Was sind über... Achso, wir mussten uns irgendwo Zigaretten besorgen. Irgendwo in South Park ein Päckchen Zigaretten finden. Hey, new kid. Tails war bestimmt Zigaretten. Nein. Keine Zigaretten. Bei wem könnten wir denn Zigaretten holen? Eventuell bei Kenny zu Hause. Ich weiß, ich hatte das letzten Part schon mal angemerkt. Da war meine Audioqualität schlecht. Ja, genau. Das war das Problem, weil mein Aufnahmeprogramm hat versehentlich nicht mein Headset aufgenommen, sondern mein Außenmikrofon. Das war ein bisschen dämlich. So, wir gucken mal, ob wir bei Kenny vielleicht eine Packung Zigaretten auftreiben können. Ja, hier, bedien dich. Du guckst ja, deswegen hatte ich den nicht ausgemacht. Ja, deine Schwester, Kenny. Ist klar. So, von dir vielleicht? Wenn du Kenny siehst, sag ihm, dass er ein Dinner auf seinem Weg nach Hause bringt. Nicht diese fancy Toaster-Strudels, sondern nur regular Pop-Tarts. VHS, White Trash in Trouble, ja. Was war der Satz, den die da immer sagen mussten? Ich bin Trash und krieg jetzt Ärger, oder wie war das? Also, I'm White Trash and... Ja, das ist White. I'm in Trouble. Well, the princess reads a lot of porn. In der Tat, das hat sie. Ja, hier haben wir natürlich schon alles auseinandergenommen und Rattengift. Gut, dann war nicht bei Kenny. Ja, der Kanada-Kanal, der einzige Kanal in Kanada. So, wo könnten wir denn ansonsten jetzt die Zigaretten kriegen? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Weil in South Park gibt es auch nicht so viele, die rauchen, muss ich sagen. Zumindest sind mir nicht so viele bekannt. Ich meine, wer raucht denn in South Park alles? Mir fallen da spontan echt nur die Goff-Kids ein. Nein, 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 überhaupt nicht. Nee, nicht Begleiter befehligen. Schießen. So. Im Kino? Nee, im Kino wird nicht geraucht, denke ich mal. Oder kann ich von dir vielleicht... Ja, da ist immer noch Al Gore. Vielleicht bei Trix Coffee. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir dann jetzt nicht rankommen, weil ich weiß zufällig, was die Begleiterfähigkeit von Stan ist. Ne? Wir können ihn befehligen. Ne, ich hab gehofft... Ich hatte gehofft, er könnte uns eben, ja, Sparky
losschicken, damit der das macht. Was? Ich habe 3 neue Freunde. Ja, aber keine neue Nachricht. So, ich wollte hier aber eigentlich... Nein. Das war auch Fall. Leute, ich krieg das heute noch irgendwann hin. So. Mr. Chi? Haben Sie vielleicht... Nee. Und die haben ja eigentlich nur Kokain. Was anderes haben die hier nicht, oder? Was war das? War das Koks oder war das Crystal Meth? Ich glaube, das war Meth. Was die hier in ihren Kaffee tun. Mit der blöden Laterne komme ich nicht vorbei. New Store. Bezweifle, dass wir hier irgendwas finden. Vielleicht, wenn wir hier hochgehen? Da können wir gar nicht hoch. Oh, mein Schlüssel des Al Gores, okay. Mackie? Chaoshöhle. Okay. Wohl alles, was wir benötigen. Diese 3. Kommen wir da nicht irgendwie oben hoch? Mit unserer Aliensonde? Sieht aber gerade nicht so aus. Vielleicht ist hier in irgendeinem Ding eine Sonde drin, die wir dann ansprechen können. Ich guck nochmal auf das Schild. Hier muss doch irgendwo Schweinebärmann. Also, was heißt Schild auf die Karte hier? Jumbos Guns. Bei Jumbo kriegen wir Zigaretten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, immer schön das Geld einsammeln. Man weiß nie, wofür man es braucht. War ich eigentlich schon jetzt nach dem neuen Tag hier beim Besitzer der Shitty Box? Okay, können wir schon. Gut, so viel brauchen wir hier eigentlich nicht. Wir haben ja im Prinzip alles. Ach so, ich war noch nicht da, aber jetzt können wir immerhin ihn herbeirufen. Last cigarette, you guys got more? Yeah, we get lost, kid. We're trying to smoke here. Ah. Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Das heißt, ich muss an ihre Zigaretten kommen. Muss sie dafür verprügeln oder kann ich bei Jimbo vielleicht welche bekommen? The guide to South Park Wildlife is everything a hunter needs to know about the beasts of Central Colorado. Got some things for sale. Ja, hast du auch Waffenaufsätze? Ah, das ist sowas. Also ein Schwertgriff, ja, eiserner Schwertgriff. Waldelfen Armbrust. Oh, ein Super Katana, das hätte ich gerne. Ja, ist schon ganz cool, dass wir da einkaufen gehen können. Ah, wir müssen sie einfach verprügeln. Das ist die einfachere Methode. Die Sechstklässler. Jetzt will ich aber unsere Fähigkeit benutzen. Komm, noch ein Brecher. Beide zum Bluten gebracht. Das tat bestimmt weh. So. Das Power-Akkord. Ne, wir benutzen jetzt seine Fähigkeit. Schlaflied oder Lied des Buffs? Komm, Schlaflied. Trifft alle. Sleep now, the whippoorwills are busy dancing. Gently now, put your mind to rest. Okay, ich hab's total verkackt, aber es hat trotzdem funktioniert. Okay, den ersten haben wir, glaube ich, besiegt. Beschwörung, ne, brauche ich für die paar Leute nicht. Du kannst doch noch ein Buff-Lied, ne? Ach, das Lied des Buffs funktioniert jetzt nicht mehr. Schade. Was sind dein Power-Akkord? Wow. Der hat das Mana wieder aufgefüllt. Gut, dann machen wir jetzt noch ein Lied des Buffs. Drücke wiederholt. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Ah, cool. Ich mag das Lied. Und dann auch noch deine Mutter.
Aber an sich, was ich cool finde, ist dieser Power-Akkord. Rauchender Schurke. Ja, der eine ist verblutet. Und den da kriegen wir jetzt auch. Komm, wir rambolen das aus. Oh, das hat... Oh, das hat gesessen. Aber das ist deine Mutter. The maid is also your mom. Ah, ist schön. Textmarker. Naja, das ist nur der Heiltrank. Hast du noch Geld? Läuse. Ach so, stimmt, das sind diese Läuse aus der einen Folge, die überlebt haben. Sind die da nicht auf Sparky? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, am Ende sind sie auch zu Sparky gekommen. Und wo sie dann ständig einen lynchen wollten. Wen wollten sie lynchen? Wollten sie Butters lynchen? Und dabei ging es die ganze Folge darum, dass... Wer war das? Craig? Nee, nicht Craig. Der andere, ich verwechsel die beiden immer. Den haben wir auch schon als Freund, glaube ich. Kann ich gleich mal nachgucken. Dass der die hatte und am Ende hat sich rausgestellt, dass sie alle welche hatten. Und nicht nur einer. Dann wechsle ich mal den Begleiter. Das möchte ich nämlich auch noch tun, damit wir mal Kyle in Aktion sehen. Jetzt wollte ich aber doch mal unter unseren Freunden gucken. Sammelobjekt war das, ne? So, dann, nur damit ich es weiß. Haben wir den noch nicht als Freund? Ne, ich glaube, den haben wir noch nicht als Freund. Den müssen wir uns noch als Freund. Warum eigentlich Damien? Ich weiß nicht mal, aus welcher Folge der stammt. Das muss ich aber gerade mal was machen. So. Es hat sich jetzt für euch nicht nach wirklich was angehört, aber es ist etwas passiert. So. Oh, Joy. It's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Okay, ich glaube, normal muss man sich eine Goth-Frisur machen, aber da... Ja, tatsächlich meine wirkliche Frisur so ein bisschen in die Richtung geht, haben sie das, glaube ich, durchgehen lassen. So. Dann mal die Reise, wo war das? Ich habe zugegebenermaßen eben nicht richtig zugehört. Wo mussten wir das hinkleben? Weil die Hall, die ist ja jetzt Taco Bell. Finde neue Verbündete. Geh ein Bündnis mit den Goths ein. Moment. Gucken wir kurz mal. Ach so, Elternrat, also in der Schule. Ja, sorry, Timmy. Nee. Schnell entfernt Zigaretten. Wo ist denn der Elternrat? Moment, das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Auf dessen Tisch, ja, da muss ich nochmal nachgucken. Oder wir müssen durch den Hintereingang in die Schule. Das kann auch sein. Weil vorne, die Schule ist ja jetzt aus. Die hat Mackie wahrscheinlich zugemacht. Ne, hier brauchen wir Schlüssel. Go about your questing, Hobbit Boy. Are your Hobbit ears failing you? I gave you your quest. Naja, ich habe aber vergessen, wo ich dafür hin soll. Egal, wir werden es schon irgendwie finden. Muss ja irgendeine Versammlungshalle gewesen sein. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es auch eine. Das war es, glaube ich, nicht. Ich habe nochmal sicherheitshalber hier überall. Aber. City Hall, da haben wir sie doch, die Stadthalle. Doof. So, von da aus sind wir, glaube ich, am schnellsten. Ich bin echt manchmal ein bisschen dämlich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Kommt von Zeit zu Zeit leider mal vor. Oh, das ist hier so ein Kind mit dieser Analsonde, was eigentlich ein Dildo ist, weil er mit dem Dildo rumrennt. Also, dass da niemand was sagt, ne? Ja, Mr. Slave sagt da bestimmt nichts, das weiß ich, aber ansonsten... So. Auf, ne, in die Kirche nicht. Wir haben ja Jesus schon eingespannt für heute.
Finde ich auch ein bisschen doof, dass man das täglich, dass ich das nicht einfach resettet, sondern dass man das täglich neu machen muss. Ich glaube, ich bin an der Stadthalle vorbeigelaufen, kann das sein? Ja. Stadthalle war hier drüben. Manchmal bin ich echt ein bisschen geistesverloren, aber kommt dafür, die Zeit ziehe ich euch nicht vom Part ab. Wir rennen jetzt einfach hier noch ein Stück entlang. Gut. Hier ist die Stadthalle, sehr schön. Hier drin müsste es gewesen sein. Nee. Vielleicht auch nicht. We still have hobos, kid. Come back when you've solved our little. Ja, wenn ich euer Problem gelöst habe. Wo zum Teufel muss ich hin? Ins Post Office macht keinen Sinn. Rhinoplastie macht auch keinen Sinn. War das nicht auch der, der dann aus Mr. Marsh den, also aus Randy den, ach wie heißt, den Delfin machen wollte? War das nicht der? Ja, da hinten kommen wir zu Token. Zu Token wollen wir aber nicht. Nochmal auf die Karte. Wenn nicht, muss ich mal nachgucken oder zumindest nochmal nachhören, was sie da eigentlich gesagt haben. Really? Wo ist die nächste Schnellreisefahne? Ahoi, Maplebeard! Ich glaube, da sind wir tatsächlich im hier im Elfenversteck am nächsten dran. Leute, wenn ich mal zuhören würde, ging alles viel, viel leichter. Aber nein, Wolf muss ja mal wieder irgendwo anders hingucken und nicht zuhören. So, wo ist unsere Schnellreisefahne? Und hier drüben. Bin ich jetzt im Cooper Keep? Da muss ich ja nochmal durchs Haus laufen. Nein, bin ich nicht. So, wir laufen noch bis dahin und dann beende ich den Part für heute und machen wir beim nächsten Mal weiter. Butter's got a horrible snuggie over there. Community Center, ja, hier sind wir richtig. Leute, ihr lasst mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Yeah, have fun in there. I think I'll wait it out. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt South Park, The Stick of Truth. Bis dann, euer Wolf.